Well, now all three of Chuck Edmonds' stipulations are fulfilled as we stand next to his remains. I will now read his will. I, Charles Edmund, being of sound mind and body, do hereby declare this, my last will and testament, blah, 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 legalese here. Ah, yes. It is my will that the entire estate of all property and money be passed to... Yes? Yes? Madam, quiet, please. To the Amalgamated Holdings Corporation. What? And that all of Thimbleweed County be plowed under and a giant server farm be built in its place. You've gotta be kidding. What? Ich wusste es. Oh my. Ich wusste es. Die Doug likes farms. Die Roboter stecken dahinter. Die Trons. The destruction of Thimbleweed County will begin 2 days after verifying this will and testament. Oh, and this last part in tiny print. Dolores gets a Pillowtron 3000 t-shirt. This is as much as he'll ever get from Pillowtronics. Lenore gets nothing. Franklin gets nothing. Doug gets my ceremonial zinc-plated shovel. Yippee! Well, good day. I'd better pack now. Here's your zinc-plated shovel, Doug. And your t-shirt, Dolores. Enjoy. Well, I never. Come along, Peter and Chucky. We're leaving. Ich wusste es. Die Roboter stecken dahinter. Die Trons. Was? Das war Teil 5? Teil 5 war was? Nicht mal eine Minute? Teil 5 war eine Minute? Something is very wrong here. I need to get into the factory and see if I can figure out what happened to Uncle Chuck. Also erstens, ich sehe es. Staubkorn. Zweitens. Ich wusste es. Die Trons. Die Roboter. Die KI. Ich weiß nicht was. Irgendwas, ne? Steckt dahinter. Die ganze Stadt soll quasi platt gemacht werden. Und ein riesiger Serverpark soll hingestellt werden. Um die Rechenleistung der Trons zu verbessern, natürlich, ne? Damit sie anfangen können, die Welt zu erobern. Ah! Ha! Naja. Terminator lässt grüßen. Ja. Dolores. Nimm mal bitte das Staubkorn. Aber ohne Witz, Teil 5 war gerade 80, 90 Sekunden? Knapp über eine Minute. Öffne Sarg. It's much too heavy to open. And I don't think I'd want to anyway. It's Uncle Chuck's sarcophagus. Hope he's resting well. Aber er wollte noch mit ihr reden. Wie sollen wir das dann machen? I love you, Dolores. I'm very proud of you. Also richtig reden. Keine Ahnung. Also geredet hat er ja, aber ins Jenseits. Gucken, sind wir hier fertig? Kann der schon raus? Oh, das Portal ist weg. Ach, der Kristall hält ihn noch auf, ne? Der Kristall hält ihn ja noch auf. Hey, new ghost, I told you not to bug me. Bye, Xavier. Sorry for bothering you. Ja. Keine Ahnung, wie es hier weitergehen soll. Das T-Shirt. It's a Pillowtronics T-Shirt with a tube on it. The only thing I got from Uncle Chuck. I feel like this was his final insult. Tja. Was machen wir? Können wir das T-Shirt jemandem auf der Messe geben? Oder können wir jetzt... Ich weiß auch nicht. Ich dachte eigentlich, wir bekommen irgendwie einen Schlüssel für den Tresor. Dass wir... Aber wie denn? Wir haben doch keinen Schlüssel. Dann sollen wir einfach über den Zaun springen? Wie gewöhnliche Einbrecher? Weil das hatte ich ja schon von Anfang an vor. Aber in solchen Spielen kann man das ja gar nicht. Weißt du?
It's a locked gate. Alter, guck mal, wie... Es geht bis hierhin, da kann man doch drüber klettern. Ja? Lächerlich. Ja, der Schlüssel... Schätze ich mal, der ist höchstwahrscheinlich im Menschenmenschen im Tresor von Chuck. Glaubst du, dass auf dem T-Shirt DNA ist oder sowas, was, die wir benutzen können? Ich weiß nicht. Wir brauchen irgendwie... Ich glaube, wir brauchen DNA oder irgend so einen Scheiß. Wir müssen mal gucken. Oh, oh, oh! Staubkorn! Wir gucken erstmal, was das hier sagt. The safe is locked, but there's a fingerprint reader on it. Fingerabdruck. Fingerabdruck. I'm not wearing it. Wo könnte man denn einen Fingerabdruck von Chuck herholen? Von der Röhre wahrscheinlich. It's a special tool to remove vacuum tubes in the TX and AT class. Die Röhre wird bestimmt einen Fingerabdruck haben, oder? It doesn't work in that. Da drauf? It doesn't work in that. Da drauf? Nee, da war es ja drauf. It doesn't work in that. Wo könnte man denn jetzt diese Röhre benutzen? Moment. Schauer. It's a TX1138 tube, all fresh and shiny. Da war ein so ein Ding am Quickie Mart, glaube ich. Movietron, oder? Oh, all the lights are out. It must be broken. The instructions say, insert coupon for movie. It fits perfectly. Oh, was für ein Film und warum? Gibt's einen Film, den Chuck immer geguckt hat? Wo Fingerabdrücke drauf sein könnten? I've used this machine before and it only accepts coupons. Coupons. Ich habe keine Filmcoupons, glaube ich. Filmcoupons. Ich pack das Ransom Poster rein. Und das zählt als Coupon für It. Keine Ahnung. So. Coupons. Oh Gott. Welcome to Quickie Pal. Can I help you find anything? Hast du Coupons? Filmcoupons. Briefschlitz. Warum ist da ein Briefschlitz? If I had something to mail, this might work. Was sollte ich denn verschicken wollen? Do you know my cousin Bernie? Open an account today and get a free toaster. T-Shirt. T-Shirt vielleicht bei den Nerds? Will ich jetzt einen Filmcoupon herbekommen? Und was für einen Film guckt Chuck gerne? Macht auch keinen Sinn, finde ich. Gebe. Pew, pew, pew! This is part of my inheritance. I'm not giving it to anyone. Ja, also Tipp. Vielleicht hätte sie dort auch die Bewerbung für einen Job als Spieleentwickler ab. Am Movietron? Aber die hat sie doch schon abgegeben. Sollen wir eine neue schreiben?
Wer kommt denn auf sowas? Nee, jetzt mal ganz ehrlich, wenn das die Lösung ist, wer kommt denn drauf? In den Postkasten. Achso. Wollte ich was sagen, wer kommt denn drauf, jetzt nochmal eine neue Bewerbung zu schreiben und die nochmal abzugeben? In den Postkasten. Nee, aber die hat sie ja in den Postkasten. Diggin! Hier draußen abgegeben, weißt du? Im Miltron. Rostige Schaufel! Oh! Oh! Home, not so sweet home. Home, not so sweet home. Mach mal auf! Home, not so sweet. Was ist das für ein Bullshit gerade? Der hat jetzt eine neue Schaufel bekommen und dann der alte liegt hier. Was pi, können. Pi, pi, pi. Piu, piu, piu. Hast du gerade versucht, piu, piu, piu zu schreiben? Also zu sagen? Was können wir jetzt mit der Schaufel machen? It's Doug's old rusty shovel. Was könnten wir damit ausgraben? Um den Sarg aufzuhebeln? Würde das Sinn ergeben? Den Sarg aufhebeln? Ich weiß es nicht. That doesn't work. It's a TX-1138 tube, and it looks... It's Doug's old rusty shovel. It's a Pillowtronics t-shirt with a tube on it. The only thing I got from Uncle Chuck. I feel... Ja. Ich bin in einer Sackgasse, ja? So ein bisschen. Ja, wir könnten jetzt einfach mal einen Telefontipp reinholen. Wenn wir echt nicht weiterkommen. Was war denn da die Telefonnummer? I wonder what the guest is up to now. 4468. 4468. Welcome back to the Hintron 3000. How can I help you? So, ich bräuchte da einen Tipp. Fabrikschlüssel. Hotel. Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? Ich denke, der ist im Tresor. The owner of the factory died, so who would currently have the key? Wir müssen den Sarg öffnen und im Sarg ist der Schlüssel. Aber wie öffnen wir den Sarg? Oder könnte der Geist könnte vielleicht rein in den Sarg? Oder selbst wenn er das könnte, der könnte den Schlüssel nicht rausholen. Also wie? Und die Haare überall. Wie kriegen wir den Sarg auf? Ich dachte mit der Schaufel vielleicht, aber die reicht ja nicht. Thank you. Goodbye. Wir müssen in den Sarg rein. Dieses Werkzeug vielleicht? Macht das Sinn? Ich glaube nicht. Ich glaube, dieses Werkzeug ist eher für irgendwas Technischeres später, was noch kommt. Stay out of trouble. Aber wir können es versuchen. It doesn't seem to fit that. I'm sure it has a very important use near the end. Warum geht denn die Schaufel nicht? Du kannst doch die Schaufel drunter stecken und hebeln.
That doesn't work. Müssen wir irgendwas ausgraben? Wo kann man irgendwas ausgraben? Oh Gott, ganz langsam müde. Wo kann man was ausgraben? Also Duck gräbt ja die ganze Zeit im Haus rum. Ist das ein Hinweis oder ist das einfach nur, um Leute zu nerven? Sollen wir anfangen, im Haus rumzugraben? Könnte man sonst noch graben? I think Willy's innocent. Im Haus zu graben? Tja, ich weiß nicht, was das bringen soll. Die Familie ist eigentlich immer noch in der Bibliothek? Oder sind die jetzt weggegangen? Die sind weg. Chuck die Pflanze. Chucky's been in our family for years. He's a good plant. That doesn't work. I'm at the staircase. Should I use it? Wir waren schon oben. Das Buch haben wir schon gefunden. Diggin! Digging? Weiß es nicht. Digging? Uhr. Moment. Uhr. This clock looks vaguely familiar. Maybe more highly rendered and smoother pendulum action. Nee, ist bloß eine Uhr aus einem anderen Spiel. Im älteren Spiel. Nachgebaut. Ich glaube nicht, dass man mit einer Schaufel auf eine Uhr losgeht. That doesn't work. Nee. Digging in the entryway! Pilotronics T-Shirt. Könnte man damit anstellen? Digging the entryway with my shiny zinc shovel. Hi, Doug. What are you digging? All right, Dolores. I'm just digging stuff in the entryway. Mostly holes. But then I buries them again, all neat and tidy. Okay, Doug. You're doing a good job. Ta, Dolores! Ich grab nur Löcher in den Eingang. Und dann mach ich sie wieder zu. Toll. I can't reach that. Diese Rätsel in diesen Spielen machen mich wahnsinnig, ey. Oszilloskop. Was macht denn überhaupt ein Oszilloskop? Kann es doch hier gar nichts bringen, oder? I'm not wearing it. Das ist gut, dass du sowas sagst, weißt du, dann... Stand da gerade Schlüssel? Gehe zu Schlüssel? Wie soll man... Das sieht man ja kaum. Der Bildschirm ist so weit weg von mir, weißt du? Da ist ein Schlüssel. It's a key. It says office on it.
It doesn't work in that. Ich weiß es auch nicht. It doesn't work ich in that. Ich auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich auch nicht. It doesn't work in that. Das war ja keine große Hilfe. Wo könnten wir diesen Schlüssel jetzt benutzen? Office. It doesn't work in that. 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 Kann man einen Lichtschalter? Wow, wir haben Licht. Gut zu wissen. Fingerprint Readertron und dann einfach nur Save. It doesn't work in that. Büro. Der Schlüssel ist bestimmt für sein Büro in der Fabrik. Schätze ich jetzt mal. Da müssen wir aber erstmal irgendwie in die Fabrik reinkommen. Oh. Oder? Also, das hier ist... Oh, sorry. Das hier ist sein normales Büro. Oder zumindest sein... Ja doch, Büro würde ich sagen, ne? Und ein Schlüssel für das Büro im Büro zu verstecken wäre Bullshit. Also ist es wahrscheinlich für das Büro in der Fabrik. Können wir vielleicht trotzdem noch mit in die Fabrik reinkommen? Das wäre die Frage. Wenn das so ein Schlüssel ist, der auch dadurch die Fabrik aufmacht. It doesn't work in that. Shit. Shit. Also wir müssen den Schlüssel für die Fabrik höchstwahrscheinlich aus dem Sarg rausholen. Aber wie kommen wir in den Sarg rein? Ein Crowbar, also ein Kuhfuß, ein, wie nennt man das denn eigentlich noch? Eine Eisenstange? Nee, wie nennt man das denn noch? Ein Crowbar auf Deutsch. Sowas bräuchte man vielleicht, um irgendwie den Sarg aufzubekommen oder sowas. Brechstange. Brechstange ist das Wort, was ich gesucht habe. Brechstange. Aber ich finde sowas nicht. Was haben wir denn noch rumliegen? Wo ist denn eigentlich die Atari-Disc hin? Wir hatten, ich weiß nicht warum, ich glaube auf dem Reyes eine Atari-Disc oder auf ihr eine Atari-Disc, die wir nirgendwo benutzen konnten. Ich wollte sie bei dem Gaming-Automaten benutzen, aber da braucht man Tokens. Und es ging nicht. Und jetzt nach der Busreise sind sie weg. Was hat es damit auf sich gehabt? Wo ist die Atari-Disc hin? Hinweise, ich brauche Hinweise. Es ist so erbärmlich. Ich komme nicht weiter ohne Hinweise. Ach, husten Sie mal. Einen kleinen Hinweis. Wir haben den Schlüssel schon mal gesehen, aber ganz woanders. Wir haben den Schlüssel schon mal gesehen. Den Schlüssel fürs Tor? Sag jetzt bitte nicht irgendwo in der Kanalisation oder sowas. Ich habe ihn hängen gelassen? Ich habe ihn gesehen, aber hängen gelassen? Aber ich bin nicht rangekommen? Ich bin nicht rangekommen? Warum? Wo bin ich nicht rangekommen? Oh, fuck! Was? Moment.
He's pixelated even more. If the coroner waits much longer, he'll be able to use him as a coffee table. Drähte. Alte Zeitung. Überleg gerade, wo? Wo haben wir schon mal einen Schlüssel gesehen? Sind aber nicht rangekommen. Ich will jetzt nicht die ganze Kanalisation nochmal durchirren. Also wenn es nicht in der Kanalisation ist, dann sag es bitte jetzt. Oder sag, es ist hier. Aber ich will jetzt nicht sinnlos nochmal hier irgendwie jetzt 10 Minuten rumirren. Wenn es hier ist, dann gehe ich auf die Suche. Fuck. Schlüssel, wo haben wir einen Schlüssel gesehen? Beim Klauen im Zelt? Nee. Kanalisation vielleicht? Warte, ein Schlüssel. Da saß jemand, der ständig erotische Anrufe bekommen hat. Also, es tut mir ja leid. Ne? Und so sehr es auch aussehen mag, dass ich Teil dieses Spiels wäre, ich bin nicht Teil dieses Spiels. Ja? Und wie viele erotische Anrufe ich bekomme, geht dich ja gar nicht an, oder? Ah ja, erzähl mir mehr. Ja. Wie geht's weiter? Ah. Erotische Anrufe? Erotisch. Ich bin gerade voll verwirrt. Erotische Anrufe. Unerwünschte Anrufe. Ja, ich! Ich krieg andauernd unerwünschte Anrufe. Ja? Andauernd. Voll verwirrt aus sowas von. Wer wird denn hier angerufen? Wer von denen hat überhaupt ein Telefon? Cast your lot before it's too late. Das ist das Problem, wenn man das nicht an einem Stück durchspielt, ne? Aber ich hätte es auch niemals geschafft an einem Stück. Da hätten wir so eine. Also einen 24-Stunden-Marathon machen müssen oder sowas. Welcome to the Thimbleweed Park Occult Bookstore, Agent Ray. The horse knows what the house knows not. You really are crazy, aren't you? I'm crazy for the 2-for-1 50% off summer blowout sale. Point made, I'd say. What do you have on sale? We're up to our eyeballs in curios. We got books coming out the wazoo. And that's how we bring occult savings to you. Up to 50% off and 2-for-1 in our summer blowout sale. No refunds. Wie die Pilze schon gefressen, die wir ihr gegeben haben? Ist ja ein bisschen merkwürdig. What weird crap is on sale? We are completely overstocked with the Dagger of Death. Sounds unimpressive so far. It's a very dark occult item forged in the fires of a demonic hatred. When you stab someone in the heart with this dagger, there's a fairly good chance they will die. So, like every regular dagger ever, then. Ah, das ist der Dolch des Todes. Wenn du mit diesem Dolch jemanden erdolchst, dann stirbt er, weil du ihn erstochen hast. Okay. Ach, Leute, ich brauche jetzt mal ganz kurz 2 Minuten Pause. Ich stehe kurz auf,
lauf ein bisschen rum, hol mir ein paar Chips. Ich brauche Nervennahrung. Ich bin gerade volle Kanne am Durchdrehen. Ich weiß nicht, wie es hier weitergehen soll. Deine Hinweise sind super. Ohne Witz, deine Hinweise sind super. Mach bitte so weiter. Aber ich gehe jetzt 2 Minuten in die Küche, hol mir Chips und komm wieder. Und dann geht's hier weiter. Rennt mir nicht weg. Bleibt dabei. Bis gleich.